Montag. Montag? Wir haben heute Montag, man verliert völlig die Zeit. Verloren. Wir haben heute Montag, genau. Und da wird es jetzt nicht so heftig werden. Hallo ihr Lieben, wir sind oben. Servus, Leia. Ja, die Juli ist wieder etwas blass, weil wir oben sind. Wo sind wir denn oben? Wir sind in Nafplio und stehen auf der Festung Palamidi. Ich wollte schon dazwischen grätschen und sagen, wir sind gar nicht in Nafplio, weil das ist ja da unten. Ja, ihr seht es da so hinter uns liegen. Es ist absolute Wahnsinn, der Ausblick ja. hier. Ja. Es geht hier 999 Stufen hoch. Haben wir beschissen? Die haben wir aber geschummelt. Wir sind mit dem Hugo hochgefahren. Es gibt hier einen Parkplatz. Und es gibt einen Parkplatz und da stehen wir jetzt. Und wahrscheinlich, wenn wir das sogar übernachten. Mal gucken. Ja, ansonsten nehmen wir euch jetzt einfach ein bisschen mit durch die Festung. Ja. Also die Frau am Eingang war sehr freundlich zu uns, im Gegensatz zu der App, wo drin steht, dass sie eigentlich nicht freundlich ist. Vielleicht war das eine andere. Aber die war extrem freundlich. Die hat uns gleich hingewiesen, wo wir lang gehen sollen, wo alles ist, wo die Toiletten sind und dass der Camper total toll ist. Und, ja. Die hat uns vorher schon entdeckt gehabt. Ich weiß nicht, ob da eine Kamera war oder ob es ihr zugetragen wurde. Ja, da schauen wir uns ein wenig an. Alles meins. Ja, ich würde mal sagen, bitteschön. Bitte? Okay, die Juli hat an mich übergeben, weil ihr seht ja, hier ist eine Mauer. Boah, und dann geht es so danach ein bisschen runter und die Mauer ist, naja, also den Mauern sind hier schon niedrig, das stimmt. Stelle ich mal ein bisschen daneben. Ein bisschen noch ein Stückchen. Also man sieht, wir sind knapp über Knie hoch. In Deutschland, glaube ich, wäre das nicht erlaubt. Ja, und da unten nicht. Der Ort hat ein Fußballstadion, hat ein Schwimmstadion. Wir waren ganz überrascht. Ja, und hat viel mehr. Hier ist das Gefängnis. Da war quasi nichts. Also man sieht hier noch die, wo die Tür drin war. Hier war der Verschluss. Und das ist eine, ja, da haben sie einfach in die Mauer ein Loch gehauen. Schätz mal, wenn du da drin warst, war es das. Konntest du ganz schön weit gucken. Oh, ganz schön weit runter. Ja, du bist so nah am Meer und doch so weit.
hat ein schweres Leben. Ich bin mich auch schon froh, dass ich die 999 Stufen nicht noch gehen musste, ja, und wieder runter musste. Wer hat ein schweres Leben? Ich? Wieso? Weil mir so viele Mauern sind. Ich dachte, das hat was mit Insta zu tun. Ja eben, wenn man schöne Fotos macht, war die Mauer weg. In Portugal früher gesagt, hier gibt es Ehegattenentsorgungsplätze an den Klippen. Gibt es hier auch. Da ist weder eine Schnur, also auch keine Schnur wohlgemerkt, und auch kein Geländer. Und es geht trotzdem. Ganz schön runter. Ah, genau da hinter der Mauer steht der Hof. Ich fahr mal aus, vielleicht sieht man. Glaub's aber nicht. Ich sehe die Juli ganz entspannt am Abgrund. Na, hinter mir geht eine Treppe runter. Ach, hier ist Beschiss. Es ist noch okay. Im ersten Moment hat es ausgesehen. Naja, wenn du die Treppe stolperst und nach vorne über die Brüstung fliegst, hast du auch keinen Spaß mehr. Und man darf scheinbar hier runter, weil hier ist keine Schnur. Ja, nach links rum. Also die Sicherheitsabsperrungen sind hier Schnüre. Vielleicht sind es magische Schnüre, die einen zurückholen. Julia hat gerade das Statement abgegeben. Das ist die Mauer für mich. Ich denke mir, warum bist du so groß, aber du hast gerade was mit Tele aufgenommen. Ja, so, jetzt. Dein Hugo. Die Julia gerade. Hier, das ist einmal eine Mauer. Ja, hoch, breit. Stift gemacht. Und breit. Zack ist sie vorn und hat kein Problem. Nee. Man kann auch ganz weit gucken. Ja. Das ist das, wenn mir. Da hinten ist ein Pool. Da hinten ist ein Pool. Der ist voll. Ne, ich glaube, der ist leer. Da sind wir dran vorbeigefahren, weil das die Straße hier hochgeht. Stimmt. Also, wir haben ja wieder gedacht, Griechenland. Ich weiß nicht warum. Ich speziell habe gedacht, die Penopolis sind flach. Naja. Also wenn einer keine Berge mag, der sollte nicht hierher kommen. Oder einfach an einem Ort bleiben. Oder, oder in Deutschland in die Berge fahren, weil da ist alles abgesichert. Aber es ist eine tolle Aussicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
nicht. Haben Sie ein Loch in die Mauer gemacht? Ja. Warum? Na, dass du dir auf die Stadt gucken kannst. Hier kann man extra noch auf den Podest steigen. Ist gar nicht nötig für mich. Aber für die Kinder ist... Ganz schön groß die Stadt, ne? Ich weiß nicht, wie viele Einwohner sie hat, habe ich noch nicht gelesen. Ich habe es gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich zähle 40.000. Naja, ist ja nicht viel. Ja, aber für, ja, doch, für hier schon. So, okay. Hier auch momentan die einzigen, also ist kein weiterer Camper da, weil im Park von Night stand das dann schon, dass man da auch parken kann. Ja, aber dass die Frau so böse ist und alle weggeschickt. Ja, das ist uns jetzt nicht passiert. Nein. Also sie war wirklich extrem freundlich. Ja. Ein paar freilaufende Hunde sind hier unterwegs, aber das kennt man ja von Griechenland. Ja, die sind aber gleich also wieder, die haben gleich wieder Leine gezogen. Und ja. Wir hatten, also was das betrifft, weil ja viele auch Angst haben wegen ihren Hunden. Ich habe gemerkt, wenn freilaufende Hunde da sind, dann lege ich der Emma ein Geschirr an und führe sie an der Leine, weil sobald die merken, ein Hund ist an der Leine, dann wissen die, von dem geht für sie keine Gefahr aus, weil denen geht es ja letztendlich bloß darum, ihr Revier zu verteidigen. Und wenn die sehen, es ist kein Eindringling, der hier bleiben will, dann machen die auch nichts. Also ich hatte noch nicht einmal irgendeine Begegnung, wo ich Angst um meinen Hund hatte. Ja. Also von daher. Und die Emma genießt es hier auch, das Strandleben. Ja. Also das Gebirge mit der Fahrt. Ja, okay. Da geht es meinen zwei Damen. Halt da geht es meinen so. Zwei Damen nicht so gut. Da sind sie beide hinterher K.O. Ja, die Emma bremst immer mit und jede Kurve. Aber ansonsten ist sie mit. Und sie entwickelt sich immer besser. Also sie hört mittlerweile wirklich, sie ist so feinfühlig, wenn ich nur kurz irgendwas sage, mache, dann ist sie sofort da. Und wenn ich nach sage, geh in den Camper, dann ist die drin. Also es ist wirklich ein Traumhund. Ja. Ja, und jetzt haben wir hier noch eine schöne Nacht hoffentlich und morgen geht es für uns weiter geplant. Da habe ich jetzt nichts dazu gesagt, bevor ich was Verkehrtes sage. Ich habe es schon wieder vergessen. Epidaurus. Ja, ist so der nächste Stopp, den wir so Da werde ich mal haben. Schauen, ob es so ist, wenn ich unten auf der Bühne ein Papier zerreiß, ob es meine Frau ganz oben hört. Ansonsten haben wir heute noch, kannst du ja noch kurz erzählen, das mit der Fähre. Ach ja, okay. Versucht. Ja, ich hatte heute bei dem Fähranbieter, wo wir die Herfahrt gebucht haben, angerufen, um eventuell eine Fährfahrt rückwärts zu kriegen von Patras nach irgendwo hin oder auch von Igoumenitsa nach irgendwo hin. Ja, einfach. Und egal wohin. Ja. Dann war jetzt wirklich die günstigste Variante, die sie jetzt noch im Angebot hatten mit Kabine, weil du brauchst dann einfach ein Kabine-Camping an Bord, ist ab November nicht mehr. Und dann war die billigste Variante von Igoumenitsa nach Ancona, das ja die kürzere Strecke ist, mit 690 oder so. Und dann habe ich dankend abgelehnt. Vorher habe ich noch ein Angebot gekriegt von Igoumenitsa nach Brindisi, wäre also Süditalien. Weil dann gesagt hat, es wäre jetzt einfacher zu fahren als den Autoput. Das stimmt im Prinzip, du fährst halt in Italien nur noch die Autobahn hoch. Von den Kilometern gibt es nicht viel, da gewinnst du durch die Fährfahrt kaum etwas, sodass wir beschlossen haben, dass wir einfach den Rückweg über Land antreten. Und zwar nicht diesen Autoput, ne, wo es durch Bulgarien und Serbien und was weiß ich wo durchgeht auf der Autobahn, sondern wir werden uns an der Küste entlang bewegen, um dann vielleicht sogar Dubrovnik noch anschauen zu können, diese Geschichten. Und dann eben über Kroatien, Slowenien die Geschichte nach Hause zu fahren. Ja, so ist jetzt der Plan. Vielleicht schmeißen wir noch um und fahren Richtung Süden und bleiben Weihnachten hier. Nein, das glaube ich nicht. Ich will ja Skifahren. Oh, ja, ich weiß, man kann auch in Griechenland Skifahren. Aber erstens habe ich meine Schiene dabei. Und zweitens... Da bin ich aber froh. Will ich dann, beim Skifahren bin ich ein bisschen konservativ. Da will ich dahin, wo ich schon immer war, weil da weiß ich, dass es gut ist. Und wenn ich zum Skifahren fahre, dann will ich einfach wissen, dass es gut ist. So, Punkt. Ja, da gehört auch dann einfach mal so Kaiserschmarrn und kalt. Ja, ja, Kaiserschmarrn gibt es natürlich überall. Richtig kalt dazu und nicht so. Ja. Okay, das reicht jetzt angequatsche.
Ja. Wir wollten euch das nur mal irgendwie kurz zusammenfassen. Wir hoffen, ohne zu wissen, was ihr vorher davon schon gesehen habt also oder wirklich gehört habt. Entschuldigt dieses Chaos, aber wir waren wirklich richtig im Urlaubsmodus und haben das also, wirklich da sehr merkt man genossen. Wirklich, es ist tatsächlich, wenn man mal 2-3 Tage weder etwas aufnimmt, noch überspielt auf den Computer, noch irgendwas bearbeitet, dann wird es echt schon kriminell, wenn man euch viel zeigen will. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, man zeigt einen Film vom ganzen Urlaub, dann tut man sich natürlich leicht, aber wir wollen euch ja ein bisschen was bieten. Irgendwie verliert man da man verliert wirklich den Überblick und vor allem, weil man dann einfach, man hat da eine Drohne und eine Dashcam und eine andere Kamera und dann musst du wieder schauen, was war zeitlich wie. Aber okay, das ist ein anderes Thema und wir versuchen das wieder ordentlich in Reihenfolge zu bekommen und dann wird das schon. Okay. Reicht für heute. Für heute langs. Feierabend. Ansonsten sagen wir nichts weiter, weil wir ja gar nicht wissen, ob das Video hier weitergeht oder Schluss ist oder was auch immer. Einfach gute Nacht. Tschüss. So, jetzt muss ich nochmal raus. Jetzt ist doch gerade auch noch der Mond aufgegangen. Wir haben Vollmond, leicht hängt er in der Wolke drin. Kommt hier bestimmt nicht so gut rüber im Video. Einfach eine tolle Stimmung.